Moin, liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Far Cry 6. Wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Einsatz, das Kriegsbeil begraben. Und ja, die letzte Folge war ja echt heftig, was da so storytechnisch passiert ist und so weiter. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, wie es weitergeht hier. Danny, hast du einen Moment? Ja, ich habe einen Moment, Alejandro. Ich habe Ich immer konnte einen dir noch gar nicht Moment. dafür danken, dass du mein Leben gerettet hast. Du und Camilla hättet mich zum Sterben zurücklassen können, aber das habt ihr nicht. Gracias. Vater Pietro aus Verdera hat sich gemeldet. Er hat die Machete von Papa. Sie ist alles, was von ihm geblieben ist. Ich will sie zurückholen, aber ich bin nicht in der Verfassung. Papa ist meinetwegen tot und ich kann noch nicht einmal das für ihn tun. Der Priester erwartet dich, Danny. Bitte geh zu ihm. Alles Gracias, klar. Danny. Gracias. Mache ich für dich. Ich hol die Machete von deinem Vater. Sieh mal einer an. Danny. Gut, dann rufen wir mal hier ein Pferd. Ja, der arme Vater auf jeden Fall auch von denen. Los geht's, Pferdchen. Da hat sich ja geopfert, um so gesehen seinen Sohn zu Vamos. retten. Ruhig, ganz ruhig. Vamos, vamos! Ich muss sagen, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr von dem gesehen. Da war jetzt nicht so eine wichtige Person, wie ich finde, in der Story, ist meine Meinung dazu. Aber ich hätte schon ganz gerne noch ein bisschen was von ihm gesehen. Los! Weil was ich zum Beispiel gerne auch gesehen hätte, wäre noch ein Wandel, weil da hat uns hier nicht so sehr vertraut. Ja, zuletzt schon ein bisschen mehr, aber nicht so ganz. Deswegen, ich hätte mich gefreut, hätte man ein bisschen mehr von ihm gesehen, vielleicht mehr so eine Entwicklung, dass er uns dann immer mehr und mehr mag und so. Sowas hätte ich mir ganz gerne Bruder! gewünscht. Ja, du! So, was hat die für Gebola, Infos? kannst du bitte für mich mit Elvis Carballo reden? Er braucht Hilfe. Ich würde es machen, aber sein Parfüm ist etwas zu viel für mich. Danke sehr. Okay, alles klar. Jetzt haben wir hier noch eine Nebenquest. So. Jetzt habe ich aber erstmal ein anderes Problem. Mein Pferd. Bleib bitte hier. Gut, danke. Sei brav, Pferdchen. Ja, da oben ist gerade was in die Luft gegangen, auf jeden Fall. Gut, das stört uns aber jetzt nicht so weiter. Wir wollen jetzt einfach unsere Mission machen. Das ist alles, was wir jetzt erstmal machen wollen. Schön hier lang reiten. So, hier nochmal eine Stange Wow. Dynamit kurz hin. Hier auch nochmal Los. hin. So, sehr schön. Das hat schon mal gut geklappt. Hier haben wir auch wieder so ein Bild, aber dieses ist hier sehr, sehr groß. Ich glaube, das kann man nicht so zerstören. Aber das kleinere hier bestimmt. Sehr gut. So, wir kommen doch langsam auch echt gut voran hier mit diesen Zerstörungen, mit diesen Ja. unterschiedlichen Bildern hier überall. Es gibt ja immerhin auch gut was an Punkten. Man muss eigentlich gesehen nur der Hauptstraße folgen. Dann kann man das echt gut machen. Einfach immer der Hauptstraße entlang und die ganzen Dinger hochjagen. So, hier nochmal machen. Ruhig. Komm schon. So, und das genügt dann jetzt erstmal. Ich meine, wir haben jetzt eh kein Dynamit mehr. Ja. Aber was ich komisch finde, irgendwie kommt es mir so vor, als ob das einfach immer wieder neu spawnt, diese Dinger. Aber bei dieser Straße hier sind wir schon öfter lang geritten. Mir kommt so vor, dass die Ja. Dinger einfach immer wieder dastehen. Ich hätte mal gerne wissen wollen, ob ich damit richtig liege Ruhig. mit der Vermutung. Glaube ich aber eigentlich nicht so ganz, aber bin ich mir auch nicht so sicher. Nein, mein Pferd! Alter! Diese Stadt wird nie wieder dieselbe sein. Nie so Luciento tief. Carlos. So, hier ist die Person, mit der wir Moin. reden. Sind Sie Padre Pietro? Sie. Alejandro sagte, dass du kommen würdest. Ich erinnere mich noch, wie ich Carlos mit seiner Frau vermählt habe. Lang ist's her. Es tut mir leid.
Die Machete ist weg. Was? Was ist passiert? Verfluchte Soldados. Wahrscheinlich sind sie in ihrer Lieblingskneipe, La Raja. Ich markiere sie auf deiner Karte. Gracias, Padre. Das ganze Chaos tut mir sehr leid. Da wollen wir mal. In ihrer Lieblingskneipe sind die. Ja. Wo ist sie denn? Okay, 1000 Meter entfernt. Krass. Hätte gedacht, die wäre jetzt vielleicht auch mit hier in der gleichen Stadt. Okay, gut. Dann holen wir uns hier hinten noch fix die Kiste auch davor. Bevor wir weiterziehen. Ich glaube, die ist dort oben, oder? Ah nein, hier. Jawohl. Haben die Beute. Hier noch ein bisschen Metall mitnehmen. Hier noch ein bisschen Metall. Jawohl. Hier steht gerade überall noch ein bisschen Beute rum. So, sehr gut. Ich bin jetzt dringend gleich mal hier noch ein Auto holen. Halt, was haben wir hier vorne noch? Ah, da gehen wir auch noch mal ganz kurz hin. Hep. Sehr schön. So muss das. Gut, und jetzt erstmal um ein Fahrzeug kümmern. Okay, da möchte ich eigentlich am liebsten hier das... Alejandro, wie geht's dir? Pferd. Gut, denke ich. Hast du die Machete? Noch nicht. Sie war nicht in der Kirche. Oh, Horis, wo könnte sie sonst sein? Mach dir keinen Kopf. Ich kümmere mich drum, mi hermano. Dani. Was ist? Ich wollte nur sagen, ich weiß, dass es vielleicht schwer ist, mir zu vertrauen. Im Lager gibt es eine Menge neuer Gesichter. Ist schon okay. Naja, nicht jeder kann vergeben wie du. Es steht mir nicht zu vergeben, Chandro. Du tust dein Bestes. Mehr kann ich von niemandem erwarten. Ja, bin echt gespannt, wie die Story hier weitergeht. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube auch ehrlich gesagt eigentlich jetzt, nachdem der Vater von denen hier ausgeschaltet worden ist. Wer war der neue Anführer zum einen? Ich denke mal die Tochter. Und zum anderen denke ich auch, die Story hier wird bestimmt nicht mehr so lange gehen. Also in dem Bereich, nicht die Hauptstory insgesamt gesehen, aber in diesem Gebiet, wo wir aktuell unterwegs sind. Und den Leuten halt hier helfen. Ich könnte mir vorstellen, da gibt es vielleicht noch ein paar größere Missionen oder so. Und dann ist vielleicht dieses Gebiet hier abgehakt. Und dann geht es vielleicht zu einem anderen Teil auf der Karte hin. Kann natürlich auch sein, dass ich komplett falsch liege, aber lassen wir uns mal überraschen. So. Schön hier lang, dort vorne ist dann die Kneipe. Das muss die Bar sein. Da haben wir sie. Gut. Ganz ruhig. Ferdinand, du bleibst hier. Dafür, dass es eine Bar ist, sieht es eher aus wie ein Stützpunkt oder sowas. In der Richtung. Aber gut, dann wollen wir mal rüber. Hier ist es gefährlich. So, wir stürmen gleich nach oben. Moment, vorsichtig hier lang. Okay, ich denke, ich mache das jetzt so, ich werfe Molotow und Ratter rein. Los geht's. Let's go. Komm. Oh. Hinten runterrennen, los. Hier einmal ran. Sehr gut. So,
hier lang. Komm, das Zeug hier einsammeln. Oh. Komm, weg mit dir. Jawoll. No, ich wollte doch noch hier noch looten. Komm schon, Feuerhör bitte fix auf. Hab sie! So, sehr gut. Ein bisschen Beute habe ich noch gesammelt. Und dann geht's wieder zu unserem Pferd. So, komm. Und den gleichen Weg wieder nehmen. Okay, sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch die Machete überbringen. Alejandro, ich hab sie. Oh, scheiße. Gott sei Dank. Die Machete deines Vaters sollte einem Montero gehören. Und das wird sie auch. Gracias, Dani. Du hast getan, was ich nicht konnte. Bis bald. Halt, hier hinten gäbe es noch etwas, was ich mitnehmen möchte. Hier nochmal einen kleinen Zwischenstopp kurz machen. So, hab's schon. Na los, sehr schön. Eine MP40. Als Waffe, okay. Interessant. Direkt wieder was Neues hier Schönes gefunden. Und was mir gerade einfällt, ich habe die Pistole noch gar nicht ausgetestet. Die wollte ich eigentlich mal testen, so richtig im Kampf. Aber nun gut. Dann halt beim nächsten Mal testen. Halt, dort zeigt es mir nochmal eine Kiste an. So, das einmal nehmen, das einmal nehmen. Ferdinand, okay. Warte. Keine Danke. Sorge, ich tu dir nichts. Ja. So, wir reiten hier hinten nach oben, denke ich. Hier. So, hoffen wir mal, dass jetzt hier nicht noch was kommt wie ein Fluss oder eine Klippe oder so, weil das würde mich sonst behindern hier beim Weg. Aber das sollte hier passen. Ja. Perfekt. Ab rein ins Lager hier. Langsam. So. Sehr schön. Und Moment, wo muss ich die abgeben? Ach, hier. Nein, das wollte ich nicht machen. Tut mir leid. Chorizo, ich wollte das nicht machen. Ich wollte dich nicht streicheln. Ich wollte doch meine Hauptaufgabe. Und zeigst du da das jetzt an? Ja, das ist die Mission, die wir machen wollten. Hier oben. Schön, dich zu sehen, Dani. So. Bitteschön. Habt die Machete. Defendiendo a su gente con su valor. Y sin dar ni un paso atrás. So sing ich immer nachts. No llores porque Carlos Montero partió con ideas de libertad. Y aunque no esté con nosotros, siempre lo vamos a recordar. Su siembra. Wir haben dich gerettet, aber das heißt nicht, dass wir dich wollen. Komm schon.
Das ist die Beerdigung seines Papas. Carlos für Alejandro? Ein Scheißtausch. Alejandro? Das war genug. Geh. Espada. Er ist dein Bruder. Ja, nicht deiner. Wie geht's dem Bein? Ich kannte deinen Vater nicht, aber meine Familie arbeitet seit 50 Jahren auf diesem Land. Ich habe Infos zu General José. Ich gebe dir seine Tenientes. Por favor. Ihr braucht neue Uniform, Compais. Sehr schön. Rangaufstieg. Dani, hier ist Clara. Was immer du gerade machst, hör auf damit. Una nueva operación? Eine Chance, den Löwen in seine Höhle zu erschlagen. Komm zu mir nach Esperanza. Ich schicke dir ein Bild vom Libertad-Unterschlupf. Wenn du zu einem Guerillero kommst, der Wache schiebt, frag nach der Nachtschicht. Der Nachtschicht? Gut, Clara. Ich bin unterwegs. Okay, wir haben zwei neue Hauptmissionen zur Auswahl. Ich würde sagen, Leute, wir machen jetzt hier an der Stelle Schluss. Nächste Folge machen wir weiter. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und tschüssi.